dahin. Das war eigentlich ganz gut hierhin. Kehre dem Kampf nicht den Rücken. Ja, was? So. Auf Ihren Befehl. Das ist die Insel. Ja, das ist Ach, guck mal, der Tuff-Tuff. Tuff-Tuff-Tuff, die Eisenbahn. Ich habe nicht gedacht, dass das Spiel noch so größer wird. Das ist ja echt krass. Die Frage ist, wie mir zwei fette Geschütze kommen überhaupt da vorbei. Ich frag mal so für einen Freund. Zwei Kanonen und zwei. Jeder hier ist Teil der Bewegung. Geschützstellungen. Ach shit, warte mal. Das haben wir ganz vergessen. So. Finanzen. Machen wir Minus. Perfekt. Produktion. Wir produzieren 8 Tonnen. 4 werden benötigt. Wir produzieren 4. Das heißt, wir können eigentlich nochmal Holzbretter. Dazu knallen. Also eigentlich. Eigentlich. Das ist immer so noch so eine Sache, ne? Die Bewegung braucht neue Helden. Er stresst mich jetzt nicht. So, bauen wir mal eine Bananenplantage. So, dann haben wir. Wir haben Öl, wir haben die Bananenplantagen. Und nur noch die gebackenen Bananen dann. Dann sieht schon mal die Welt schon ein bisschen besser aus. Vor diesem Geschenk des Himmels war ich sehr. Alles bereit. So, mal da einmal die Flüchtlinge, die packen wir mal hier rüber. Kann man eigentlich jetzt hier irgendwie switchen schnell? Auf der anderen Insel. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall dann, wenn wir die Pelzmäntel und sowas herstellen. Muss man gleichzeitig eine Handelsroute machen, um die ganze hier rüber zu schiffen. Aber was natürlich war, wir können doch mal. Das wird halt wieder ein bisschen dauern, denke ich. Wir könnten mal schauen, wie das funktioniert. Okay, der ist da irgendwo.
Aber dann packt man den als erstes mal kurz hier rüber, dann verfrachten wir nämlich dort auf das Schiff, wenn es hier war. Holz am besten. Könnten wir sonst noch drüben brauchen, außer Holz und Bretter. Zivilisten, die sich nach einem Ort sehnen, an dem sie sich sicher fühlen. Holz, Bretter. Beim Rest, keine Ahnung. Ein Botenjunge hat einen Brief übergeben. Was wir sonst nur so gebrauchen können. Du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder brenne. Abkömmlinge von Samuel, du weißt nicht, mit wem... Ja, dann brenne ich lieber, wa? Die Katze ist aus dem Sack. Jetzt wissen die Purphoria, dass wir nicht allein sind. It's burning downtown. Die verfolgen die Diaspora. Sie strömen nach La Isla. Wir müssen sie schützen. Und wir können auch gleich ein paar... das ist von mir, das ist... Ah, ich kann einfach hier rüber switchen, oder? Das ist gut. Wir können gleich mal ein paar... Wir haben noch hier Kriegsschiffe. Die vielleicht zur Verteidigung, weil wir brauchen auf der Insel hier keine Verteidigung. Dafür haben wir die Kanonen da. Und da sind wir sehr, sehr gut eigentlich abgesichert. Und dann können wir nämlich da vielleicht ein paar mit rüberschiffen, wenn wir eine Expedition machen. Dass wir einfach ein bisschen Verteidigung da haben. Es ist so mein... Willst du uns zuschauen? Ein Gedanke, den Bananen fehlen. Ich kann auf jeden Fall Holz und Holzbretter hier rüber schaffen. Das können wir auf jeden Fall machen. Und geil, wir können auch hier rum herstellen, was wir drüben nicht können. Das Wichtigste ist die Pelzmäntel. Die Pelzmäntel, dass man hier drüben dann die Ingenieure ein goldener herkriegen. Käfig oder zumindest aus Messing. Und mal schauen, Expedition. Ei, nur fair. Was ist das, ne? Ich lieber den hier. Mal Schiffen mich lieber vorbereiten. Mit Fisch auf jeden Fall.
Fleisch. Und kaum Klamotten. Mm-mm. Sehr gut. Wollen wir die Expedition beginnen? Aber das ist jetzt... Oder fällt es dann unter Handelsroute? Ah, okay. Das ist ein Charter dann. Das kriege ich doch bestimmt auch mit einer eigenen hin, oder? Ja, das kriege ich auch mit einer eigenen hin. Das ist gut. Mm-mm. Jetzt einfach mal Holz. Holz beladen und entladen. Was können wir sonst noch gebrauchen? Ziegelstein vielleicht? Mal da irgendwas und so, ja, da haben wir auch nichts zum Beladen, ne? Also noch nicht zumindest. Es wird schon funktionieren. Irgendwie. Hoffe ich. Das ist unser gutes Recht. Da fehlt wieder Brot oder was? Scheiße. Können wir aufhören, so viel Brot zu fressen? Ganz nervig. Aber wir können eigentlich... eins zumindest abreißen. Oink, oink. Oink, oink. So, das muss irgendwie jetzt reichen.
Das muss irgendwie reichen. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das hebe ich mir jetzt erstmal auf. So, 300. Ich glaube, das sind 150 gewesen. Da fehlt immer noch Holz. Oder ziehen wir nicht genügend Holz? Naja, 4 Tonnen werden benötigt. 4 Tonnen werden produziert. Also eigentlich... Aber nun gut. Egal, machen wir einfach einen Weg hier rüber, dann produzieren wir einfach noch ein bisschen Holz. Ist doch kein Problem. So, wie schaut's beim Rest aus? Zwei Tonnen werden produziert von diesen Bananen da. Eine Tonne wird benötigt, perfekt. Zwei Tonnen Bananen werden produziert, zwei Tonnen werden benötigt. Und Fisch auch, das passt auch. Obwohl wir eigentlich dann von den Bananas... Weil die werden ja immer mehr. Pass auf. Machen wir einfach so. Ich ziehe jetzt einfach hier nochmal was Neues hin. Einfach ein neues Feldchen rein, verstehst du? So. Warum braucht man Holz und Zuckerrohr? Okay. Das heißt, wir könnten aber eigentlich, naja, wir könnten hier eigentlich gleich die Pelzmäntel produzieren und rüberschiffen. Bedeutet, wir können eigentlich das Leder, was wir auf der anderen Insel produzieren, rüber verschiffen. Wo haben wir es denn? Leder, da. Was? Nee. Das ist halt schon groß, ne? Diese Insel ist der irdische Zwilling Tians, des mächtigen Himmels. Ist er, verstehst du? Wir sind ja so, glaubst du?
Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Stehst du, wir sind ja hier Best Buddies. Das funktioniert dann schon. Aber wenigstens nicht, dass die Faschiste fragt, ob sie es machen darf. Okay. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Rheinstadt. Geil. Jetzt weiß ich auch, was hier das Problem gewesen ist. Die hatten hier kein Lagerhaus in der Reichweite gehabt. Das ist natürlich blöd. Wo man dafür? Ach, Holz. Aber ich vergesse echt die Wege. Noch ist hier unten, ne? So, jetzt muss es aber noch hier das Lagerhaus hinklatschen. Dann funktioniert es nämlich auch. So, und dann fehlt dann nämlich auch gleich schon mal nicht mehr die Waren, weil die Bananen werden jetzt ja auch nochmal produziert. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ich habe keine Feuerwehr. Willst du dich doch gerade verarschen? Nee, ich habe kein Holz. Diese Brände können kaum auf das warme Klima zurückzuführen sein. Brandstiftung oder was? Frech. Der Stress, ey. Shit. Ich brauche noch ein Holzbrett. Come on. Auch nur noch ein Holzbrett, bitte. Na komm, ein Holzbrett. Ein einziges. Bitte, schnell. Beeilt euch. Hopp, hopp. Hoppidi, hopp, hopp. Ja, ob das jetzt noch reichen wird. Tatü, tata. Die Feuerwehr, sie ist da. Thank you.
Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Nee. Was für Penner, ey. Verstehst du? Wir versuchen hier die Menschen zu retten. Verstehst du? Wir versuchen das Gute drin zu machen. Und die kommen einfach nur um Profit zu ziehen. Da, also der einen, ne, der gönne ich das, ne? Weil die unsere Best Buddy ist, aber dem Typen und dem Rest vergiss es. Die tun doch hier nichts dafür. Die kämpfen nicht gegen die Piraterie. Dafür sind nur wir zuständig. Das, also, Frechheit. Ich hab dir nicht die Erlaubnis gegeben. Hat eine Siedlung errichtet. Okay, der nächste Feind steht fest. Der nächste Feind steht fest. Das wird jetzt... Das, nee. Ein... Nein. Der nächste Feind wird... Der steht sowas von fest. Was für ein Penner, ey. Was für ein elendiger Penner. Was passiert eigentlich, wenn unsere Feuerwache in Brand gerät? Was für ein Penner! Ich muss mal gleich on the toilet. Ich warte mal noch ganz kurz, bis die Mobilisierung hier fertig ist. So, Marktplatz ist, ne, geheilt, gereinigt, gerettet. Also, jetzt schauen wir beim Rest nochmal nach. So, mobilisieren. Zack. Sage die Zack-Zack, aber ziemlich zügig jetzt hier. 1, 2, 3, 4 Brände haben wir jetzt noch, ne? 5. Und denen fehlt ein Lagerhaus? Ich kann nirgends hin. Ich kann nirgends hin. Ja, ich kann auch nirgends hin. Hier gefesselt. Und uns fehlen die Holzbretter. Eieiei.